Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge sind wir ja von dem riesen Teiler überrollt worden. Keine Ahnung, was das war. Ich habe das echt nicht kommen sehen. So, man kann auf jeden Fall, wie ich hierher komme, kann man auf jeden Fall von oben runterspringen. Wenn man da das Gebiet betreten tut, einfach vorgehen bis zur Klippe und dann rechts halten. Da kann man hier runterspringen. Dann brauchen wir den ganzen Weg da hinten nicht nochmal lang gehen. Schaue ich aber mal, wenn ich jetzt hier, wird das bestimmt gleich irgendwie so, wahrscheinlich so eine blöde Kugel wieder runterkommen. Könnte ich eigentlich hier in das Ding rein? Okay, probieren wir es mal. Okay. Wie viel kommt da? Oh, die geht ja wieder zurück. Was ist denn da los? Kommt ihr nochmal runter? Ja. Ach, die rollt hier hin und her die ganze Zeit. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Seelen holen. Boah! Heftig. Ja, auf jeden Fall den Loot noch mitgenommen. Hat der dafür ein komisches Ding auf? Warum rollt es hier immer hin und her? Was ist denn das überhaupt? Das sind so Knochenhaufen oder sowas. Was ist das da für einer? Ist das ein Gegner oder nicht? Weil der ist vor mir weggerannt. Boah. Oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Oh, er ist so schnell. Ist denn das? Der da hinten ist das. Bist du ruhig? Mann. Puh. Was ist denn? Hör mal. Da ist wieder einer da. Jetzt ist aber Ruhe hier. Mann, Mann, Mann. Kommt die jetzt nochmal hier, die Kugel? Schaut nicht so aus. Ich glaube, da muss man weiter vorgehen, dass sie getriggert wird. Okay, ich gehe jetzt nicht mehr vor, weil ich glaube, ich habe da alles. Schauen wir mal hier weiter. Mann, ich habe wieder so viel Estus verballert jetzt. Okay, immer schon schauen, nicht, dass hier nochmal so Kugeln langlaufen, weil es. Wäre auf jeden Fall ein langer Gang dafür. Nein, jetzt wirft mich schon wieder so ein Dinger da. Wurmpuff. Okay, ich dürfe, glaube ich, nicht die Knochengefäße hier zerstören.
Katus Milchring. Den schauen wir uns gleich mal an. Katus Milchring. Erhöht die Geschick leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Okay. Diesen Ring tragen die Krieger des Sandkönigreichs Katus. Er erhöht die Geschicklichkeit leicht und verbirgt den Träger beim Rollen. Die Schwerttechnik von Katus beinhaltet fließende Bewegungen mit einem Krummschwert. Meister dieser Technik sollen ihre Gegner verwirren können, indem sie sich so schwerelos wie ein Sandkorn bewegen. Sie leben für ihren Hochfürsten Volnir, den Eroberer der meisten Königreiche, die ihrem Volk bekannt sind. Ah. Mal ausprobieren. Giftresistenz. Ich werde jetzt mal den wechseln. Okay, dann schauen wir, ob das Unsichtbarkeit erhöht. Ob man da unsichtbar wird, wenn man rollt. Das rolle ich hier aber nicht bei den Gefäßen. Oh ja. Viel ist es nicht, aber. Oh. Mann, haben wir Glück gehabt, ey. Ich hab die ganze Zeit, sage ich schon, auf den Boden schauen und schon wieder renne ich da rein und die fallen da. Ist auf jeden Fall. Aber da probiere ich jetzt mal was. Können wir den locken? Können wir den locken? Wollte ihn eigentlich in die Falle reinlocken. Aber jetzt kommt er. Jetzt komm her. Komm. Ich will ihn auf jeden Fall von dem großen Mob da weg haben. Oder ich hole mir erst den großen, ist mir eigentlich wurscht. Lassen sich nicht locken. Was ist da los? Mal die Rande jetzt. Oh. Oh, das war nicht so toll. Okay, dann nächster Versuch. Kann ich euch gleich nochmal den Weg zeigen? Genau, das war dann hier vorne an diesem Eck. Kann man hier runterspringen. Der Weg nicht so weit. So. Grippe. Runtergefallen, sehr gut. Na, optimal. Thank you.
So, schauen wir mal, die blöden Gegner da hinten gleich mal killen. Ach so, das kann jetzt bloß ein paar Mal hin und her rollen, dann geht's kaputt. Okay, gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall ein Leuchtfeuer. Mann, Mann, Mann. Also echt fies hier, die Gegner. Wieder ein Esshus. Mann, Mann, Mann. Ist hier noch irgendwo was? Warte, was ich jetzt mal mache? Ich werde jetzt mal einfach eine Bombe reinschmeißen. Oder geht es geradeaus? Ah, geht leider nicht. So, jetzt schauen wir auch noch mal dahinter. Vielleicht wird es wieder eine Art Shortcut sein. Okay. Müsste man eigentlich von hier vielleicht hinkommen. Schauen wir mal. Okay, auf jeden Fall meine Seelen jetzt mal holen. Boah. Jedes Mal renne ich da wieder rein. Ich will den da hinten nicht unbedingt pullen, den großen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weg. Boah, Alter. Mann, macht ihr einen Schaden. Ja, dafür kriegst du das von mir. Bumm. Ist jetzt down? Mann, Mann. Boah, der schiebt immer noch, Mensch. Was ist denn hier los? Ja, ist doch gut jetzt. Mann, was ist denn da los? Jetzt aber. Stirb. Boah. Der war wirklich hart jetzt. So, wenn man das andere jetzt... Ah, oh, lebt immer noch. Thank you.
Heftig. Okay, ja, gehen wir mal nicht rein. Oh, schon wieder so einer. Ich will nicht gerade pullen, dass die zu zweit kommen. Wie geht's denn hier hin? Oh, da unten sind Ratten, große Ratten. Okay, ich glaube, da komme ich jetzt eh noch nicht runter. Könnte ich schon runter, aber ich will hier noch nicht runter. Ich will jetzt erstmal die zwei Kollegen hier irgendwie abschnetzeln. Wenn er mal anvisieren würde. Oh, sieht mich aus wie eine Estos. Mann. Das muss ich anders machen. Bums. Leg dir hin und sei ruhig, bitte. So, was soll ich den hier machen, die Typi hier? Oh, komm her. So, hier wieder Falle. Schau, was es hier noch Schönes gibt. Geht also auf jeden Fall ein Loch. Sollte man nicht reinfallen. Ich probiere jetzt mal schön hier rumzugehen. So. Glut. Okay. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ich hoffe mal, dass das Leuchtfeuer gleich kommt, weil es müsste jetzt eigentlich ungefähr hier sein, wenn man von der anderen Seite reingeschaut hat. Gleich mal hinholen zum Loot. Große Scherbe. Ah, genau, da ist das Leuchtfeuer. Sehr gut. Okay, Leute, wie es denn hier weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Aber ich werde jetzt erstmal zum Feuerbandschrein zurück ein bisschen leveln. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und so sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.